Ich habe eine 6 Meter lange Theke gebaut, ohne dass ich einen Meistertitel habe und viele fragen sich da immer, Philipp, wie machst du das? In diesem Video werde ich euch die Antwort geben, bleibt ein bisschen am Video dran. Damit ich euch aber erstmal ein Projekt vorweisen kann, müssen wir natürlich jede Menge Holz zuschneiden. Und das meine ich in diesem Fall wirklich ernst. Das Grundmaterial für dieses Projekt besteht nämlich aus Massivholz, massiver Eiche und massive Buche. In dem Fall ist die auch noch gestockt. Die werden wir aber ein bisschen später im Video verarbeiten müssen. Am Anfang war ich wirklich erschlagen, weil das so viel Holz ist. Das ist sehr viel Gewicht, das sind lange Bretter und die mussten natürlich erstmal alle besäumt werden. Und da habe ich dann 2,5 Stunden, 3 Stunden Hölzer besäumt. Ich bin so vorgegangen, dass ich mir immer ein paar Bretter geschnappt habe, habe angefangen, die erste Seite zu besäumen. Und normalerweise schneidet man so etwas ja dann an den Parallelanschlag runter, dass man ein paralleles Brett auch schneidet. Das war in dem Fall nicht so wichtig, weil es etwas knapp bemessen war mit dem Holz, weswegen ich die Bretter lieber teilweise ein bisschen schräg geschnitten habe. War nicht viel, nur ein paar Millimeter, fällt in der späteren Platte nämlich sowieso nicht auf. Das Projekt ist ultimativ groß, 6 Meter lang. Die Schreibtischplatten sind 90 cm tief, das heißt, das ist jede Menge Holz. Und da muss man auch so ein bisschen taktisch klug vorgehen, dass man erstmal die Dinge in der Werkstatt voranbringt, die halt eben auch viel Zeit fressen und sowieso noch ein bisschen liegen müssen. Deswegen fange ich im Prinzip hintenrum an, dass ich mit den Sichtteilen anfange. Das sind halt eben die Eichenholz-Massivholzplatten, dass die halt eben als mal gehobelt werden. Dann haben wir viel weniger Volumen in der Werkstatt und ich kann mich hier drin wieder bewegen. Die Bretter waren ungefähr 2,30 Meter lang. Das ist auch übrigens so das Maximum, was meine Formatkreissäge irgendwie noch schneiden kann. Weil die so lang waren und viele Bretter so ein bisschen schief geschnitten waren tatsächlich, haben wir uns auch gegen die Abrichte entschieden und haben sie einfach mit mehreren Durchgängen durch die Dichte geschoben. Das funktioniert bei solch langen Brettern recht gut. Probiert zu Hause mal aus, ihr braucht nicht unbedingt eine Abrichte. Ihr werdet zwar immer einen leichten Bogen merken, aber wenn man so ein bisschen auf die Fahrleimregel achtet und das so ein bisschen ausgleicht, werden die Platten wirklich sehr, sehr schön gerade. Nach der Dichte kam in dem Fall die Abrichte, denn in dem Fall wollte ich einmal eine schöne Leimfuge herstellen. Das heißt, ich musste die Bretter hobeln und das habe ich in dem Fall an beiden Kanten eben gemacht. Während ich mit dem Teiler so ein bisschen die Bretter vorbereite, um das Ganze zu verleimen, gebe ich euch mal noch eine Hintergrundinfo zu diesem Holz. Ihr habt vielleicht ein bisschen weiter vorher gesehen, dass ich das Holz auf eine Palette auf Stapelleisten gelegt habe. Das liegt daran, dass ich das Holz ganz frisch in meine Werkstatt bekommen habe und da sollte man dem Holz immer so 1 bis 2 Wochen Zeit geben, sich zu akklimatisieren. Das ist ein Thema, das wird nie so wirklich angesprochen. Ich hatte mal selbst einen Fall, da habe ich das nicht gemacht. Da habe ich mir wirklich in den Hintern gebissen, weil das Ganze sich am Schluss sehr stark verzogen hatte. Das waren so ein paar Punkte, die da reingespielt haben. Aber für euch als Info, wenn ihr aus Massivholz etwas baut und es liegt sehr, sehr lange draußen, legt es ruhig mal 2 Wochen in die Werkstatt. Das kann manchmal schon Wunder bewirken, wie auch in diesem Fall. Mir war schon klar, dass diese Leimplatten einen gewissen Versatz haben werden. Das ist normal. Deswegen haben wir die in 2 Touren geleimt, damit ich sie anschließend noch einmal auf Dicke hobeln kann und wir halt eben nicht so viel schleifen müssen. Wenn es eine einzelne Tischplatte ist, die man sich selbst macht, dann kann man das ruhig mal wegschleifen. Nur wenn es halt in dem Fall 6 Platten sind, also 6 halbe Platten, dann ist es schon ganz schön viel zu schleifen. Und deswegen habe ich sie in dem Fall halbiert verleimt und sie als erstes einmal auf Dicke gehobelt, damit ich einfach nicht mehr so viel schleifen muss, weil schleifen muss man noch genug in diesem Projekt. Bis zu dieser Stelle ist schon wirklich sehr, sehr viel Zeit vergangen, viel Arbeit, die passiert ist, viele Tischplatten, die verleimt wurden, einfach, dass sie platzsparend in der Werkstatt gelagert werden können. Und erst an dieser Stelle, nach diesen Bauarbeiten, haben wir angefangen mit dem Untergestell. Jetzt fangen wir mit dem Untergestell an und da benutzen wir fichte Kanthölzer, die wir uns entsprechend herrichten und das seht ihr hier. Ich bin ja wirklich ein Freund von Flachdübeln, einfach weil die Position gut vorgeben und wenn das Ganze später irgendwie in der Konstruktion miteinander verpackt ist und dann nicht so wirklich seitlich Kräfte drauf wirken, ist das auch auf jeden Fall eine richtig stabile Verbindung. Deswegen haben wir in dem Fall einmal fix alles mit Flachdübeln zusammengepackt, haben anschließend die Diagonalen gemessen, um zu prüfen, ob alles rechtwinklig ist und konnten es dann trocknen lassen. Eine 6 Meter lange Theke kann man natürlich nicht einfach so schnappen und irgendwo hinstellen. Die muss man irgendwie zerlegen können und das seht ihr hier. Ich baue 3 Grundkörper von dem Rahmengestell
was man später vor Ort dann halt eben miteinander verbinden kann. Aber Spoiler, da haben sie in zwei Teile zerlegt. Das wurde recht schwer, aber mit drei Personen ging's. Einfach, weil ich nicht mehr vor Ort zu viel schrauben wollte. Es ist zwar nur ein Fichte-Untergestell, hier war es mir persönlich aber wichtig, dass das Ganze wirklich manierlich ist. Das bedeutet, schön gleichmäßig ausgehobelte Hölzer, schön mit einem Breitbandschleifer das Ganze geschliffen und anschließend noch einmal mit dem Exzenter. Und damit sich niemand einen Splitter reinzieht, habe ich das Ganze noch einmal mit Handschleifpapier an den Kanten gebrochen, dass man sich dort halt eben nicht verletzen kann. Während das Grundgestell vielleicht trocknen kann, kann ich in der Zwischenzeit die Tischplatten hobeln. Da kann man immer so ein bisschen Arbeit hin und her springen lassen und deswegen habe ich diese Tischplatten jetzt gehobelt. Ihr seht, dass ich sie anschließend auf Länge schneide. Das habe ich nämlich vorher noch nicht gemacht, denn ich habe halt eben so eine Maximallänge von, sagen wir mal, 2,5 Meter sind es ungefähr bei meinem Langbandschleifer. Ansonsten passt das alles nämlich so mit den Verfahrwegen. Deswegen habe ich die jetzt schon grob abgelenkt, dass ich sie einfach her schleifen kann. Das war der eigentliche Grund. Wäre der Langbandschleifer ein bisschen länger gewesen, hätte ich sie hier nämlich auch nicht ablenken müssen. Ihr seht, dass die erste Leimholzplatte fertig ist. Vielleicht fragen sich jetzt aber ein paar Leute, wie hat der Philipp diese Leimfuge jetzt hier so gemacht, dass die halt auch eben schick ist. Denn so eine große Platte abrichten geht, ist aber nicht so ganz elegant, beziehungsweise mache ich nicht so gerne. Ich zeige es euch. Wir haben die einzelnen Platten auf der Formatkreissäge ganz langsam geschnitten. Das gibt eine Leimfuge, die man später so gut wie nicht sieht. Und deswegen eignet sich das in einem solchen Fall auch wirklich sehr, sehr gut, dass man die mittlere Leimfuge einmal an der Formatkreissäge schneidet. In dieser Stufe sind die einzelnen Tischplatten ungefähr 90 bis 100 cm breit. Also recht breit. Aus dem Grund haben wir Zulagen benutzt, damit die Tischplatten nicht umknicken können und wir diese Leimfuge halt eben schön zusammenhalten können. Wenn ihr mal eine Schraubzwinge benutzt habt und ihr habt nur oben zum Beispiel bei einem Brett drei Schraubzwingen draufgepackt, dann werdet ihr auch merken, dass das Brett so ein Eigenleben entwickelt und sich so leicht krümmt. Das wusste ich hier und aus dem Grund haben wir einfach diese Zulagen verwendet. Hat auch den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Stabilität bei der Verleimung hat und das Ganze nicht verrutscht. Das waren alles vorbereitende Arbeiten. Jetzt können wir mal langsam, wirklich ganz, ganz langsam anfangen mit den ersten montierenden Arbeiten von dieser Theke. Ihr seht, dass ich hier ein bisschen Sparplatte zuschneide. Ist nicht das geilste Material, aber davon wird man später nichts mehr sehen. Was später drauf kommt, seht ihr später im Video. Diese Sparplatte schneiden wir jetzt erstmal entsprechend zu, dass wir vorne unseren Tresen, unsere große Ablage für den Empfangsbereich, dass wir das einmal auslinken. Das mache ich in dem Fall auch ganz gerne mit der Tauchkreissäge. Und das kann anschließend mit der Theke verschraubt werden. Das war ein ganz komischer Moment, als das gemacht wurde. Weil es bis dahin schon wirklich sehr viel Arbeit war. Es war wirklich viel Arbeit. Danach kam eine weitere Sparplatte und danach kam eine weitere Sparplatte. Dazwischen habt ihr vielleicht gesehen, wurde das Ganze einmal mit einer Flachdübelfräse gefräst. Warum ist das so? Ist eigentlich recht simpel. Die Platten haben oben keinen Halter. Das bedeutet, oben kommt eine Massivholzablage und damit die Platten halt eben nicht ineinander sich verdrücken können, kommt da einfach ein Flachdübel rein. Das bringt sehr viel Stabilität und reicht in dem Fall auch vollkommen aus. Gestockte Buche ist nämlich als nächstes gekommen. Falls ihr euch fragt, was wir jetzt machen, wir wollen diese Theke vorne mit Buchenleisten verkleiden, aber nicht irgendwelchen Fichteleisten oder irgendwas, was man im Baumarkt kaufen kann. Wir haben uns tatsächlich 65er Blockware geschnappt und haben die erstmal abgelenkt und dann in die Schreinerei gebracht. In der Schreinerei angekommen, haben wir auch diese Teile tatsächlich direkt auf Dicke gehobelt. Es ist gerade zum Holzhandwerk. Es ist immer so eine gewisse Fahrbahn hat man ja und man kann davon so ein bisschen abweichen. Ich denke, gerade das Thema Abrichten und auf Dicke hobeln ist immer relativ prägnant. Man muss nicht alles abrichten, damit es später funktioniert. In dem Fall haben wir nämlich diese Leisten direkt auf Dicke gehobelt. Die haben zwar dann eine leichte Biegung drin, aber wir haben sie so klein geschnitten, dass man sie später am Objekt einfach noch ausrichten kann. Die waren nämlich biegsam und deswegen konnten wir uns diesen Arbeitsschritt ersparen, weil bei der Menge Holz hat das auch wirklich sehr, sehr viel Zeit eingespart. Deswegen haben wir in dem Fall wieder alle Teile direkt auf Dicke gehobelt. Wir haben sie halt eben öfters gedreht, dass wir leichte Unebenheiten und Dellen so ein bisschen ausmerzen können. An dem Punkt ist mir aber auch klar geworden, dass eines der nächsten Videos bald sein wird, dass ich mal endlich eine Spanhaube baue. Denn so viel Dreck, der da nach oben rausgeschleudert wurde, das war schon ganz schön brutal. Also macht euch gespannt, bald zeige ich euch, wie man eine Spanhaube baut, damit ihr endlich den Spaltkeil bündig schneiden könnt und nicht mehr diese Spanhaube an dem Spaltkeil zu Hause benutzen müsst. Fürchterlich, dieses System. Nichtsdestotrotz, diese Leisten sollen natürlich irgendwie schön aussehen. Das heißt, wir haben sie als erstes einmal gehobelt. Ich habe frische Hobelmesser eingebaut, das heißt, die sind fast schon fertig für den direkten Einbau. Nicht ganz, denn diese Kanten sind natürlich noch scharfkantig, da kann man sich dran schneiden. Also haben wir den Ruby-Frästisch einmal so eingebaut, dass man damit richtig Stützzahl machen kann. Ich habe diese Anschläge nach oben gestellt, das bedeutet, Span konnte sich nicht zwischen das Holz legen. Super tolles Feature.
Ich habe die Andruckleisten rangepackt, das bedeutet, man konnte einfach die Leisten durchschießen wie der wilde Bill. Ging super, super schnell, so waren die Leisten dann fast schon fertig und konnten dann demnächst eingebaut werden. Da kam ein bisschen Öl drauf, die sind ins Trockengestell gekommen und da noch konnten wir parallel an der Theke weiterarbeiten, um da mal so langsam anzufangen, alles zu montieren. Als Untergrund für die Bugeleisten haben wir Filz genommen. Das haben wir entsprechend zugeschnitten, haben es auf die Wand gehalten und haben das Ganze dann mit den Bucheleisten festgetackert. Denn dieses Filz war recht dick, das konnten wir vorher nicht irgendwie mit dem Tacker festnageln. Das war für den Tacker, den ich zumindest hatte, ein bisschen zu dick. Deswegen haben wir dieses Filz mit den Bucheleisten festgeschossen. Das hält bombengut. Wenn ihr einen Druckluftnagler habt, dann hier einen kleinen Tipp für euch. So habe ich es nämlich gemacht. Ich hatte nämlich Nägel, die zu lange waren. In dem Fall habe ich einmal ausprobiert, vorne einfach ein Stück abzuschneiden mit dem Winkelschleifer und das hat tatsächlich funktioniert. Ihr seht, wie gräulich dieser Schnitt war, das hat aber funktioniert und so konnte man dann an dem Projekt weiterarbeiten. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen holprig. Ihr habt jetzt viele Arbeitsschritte gesehen. Zuschnitt, Schleifen, Ölen, was auch immer. Das hat sich jetzt alles immer wiederholt. Wir haben die Leisten zugeschnitten, entsprechend geschliffen, gehobelt, was auch immer und haben sie festgeschossen. Da habe ich tatsächlich nicht alles von gefilmt, weil das war so viel Arbeit und ich wollte irgendwann nur noch fertig werden mit dem Projekt, weil meine Werkstatt zu einem Saustall mutiert ist, das nämlich feierlich war. Das bedeutet, jetzt seht ihr so ein paar letzte Schliffarbeiten, da waren nämlich noch ein paar Kittstellen, die wir ausbessern mussten. Das Öl ist draufgekommen. Ja, und dann konnten wir schon fast aufbauen. Selbstverständlich haben wir die Theke als erstes einmal in der Werkstatt nahezu vollständig montiert, um zu prüfen, ob alles passt. Das war bei mir ein bisschen schwierig, weil der Boden recht uneben ist. Aber um einmal zu prüfen, ob die Spaltmaße passen, also so ein paar Dinge waren halt eben kritisch, hat das vollkommen ausgereicht. Ihr werdet die Theke gleich sehen. Ich habe am Anfang vom Video angesprochen, dass ich diese Theke ohne Meistertitel gebaut habe und diese Frage bekomme ich öfters. Da kann ich jetzt auch mein Handy wegmachen. Das ist tatsächlich recht simpel. Ihr dürft ja auch zu Hause alles bauen, was ihr möchtet. Da stellen sich jetzt manche die Frage oder denken sich manche jetzt, okay Philipp, das ist aber mein Hobby. Bei mir ist es ja irgendwie irgendwann mal so gewesen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, dass ich halt eben Dinge baue, die mir Spaß machen, der Prozess gefällt mir, verfilme das Ganze und durch diese Kombination aus Videoproduktion und halt eben diesem Online-Geschehen verdiene ich ja mittlerweile mein Geld. Das bedeutet, dass ich für diese Theke gar kein Geld bekommen habe. Ich habe einen Kollegen, der hat ein bisschen Holz über, der hat mich gefragt, Philipp, willst du das bauen? Und ich habe gesagt, komm, ja, ich will das bauen, weil ich stehe halt eben auf die Herausforderung. Ich will in meinem Leben schlauer sterben, als dass ich jetzt halt eben blöd bin. Und deswegen habe ich diese Theke gebaut. Ich wusste, das ist super viel Arbeit. Ich habe auch während dem Bauprozess einige Male mir gedacht, oh, wäre es nur schon rum. Aber ich habe es halt eben durchgezogen und darauf kommt es eben an. Ich habe jetzt so eine Theke gebaut. Ich weiß, wie das geht. Ich habe jetzt wieder sehr, sehr viel dazugelernt und darauf kommt es für mich persönlich halt eben an. Ich will schlauer werden, ich will besser werden in dem, was ich mache. Und deswegen habe ich das halt in dem Fall gemacht. Wie gesagt, es gab keine Kohle. Nix. Das machen YouTuber eben so. Die bauen Dinge und filmen das. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit bekomme, für 5000 Euro Holz zu zerhobeln, dann mache ich das. Okay, komm, ich will euch die Theke zeigen. Wir bauen sie einmal schnell auf und dann seht ihr, wie sie jetzt vor Ort und Stelle aussieht. Letzte Feinarbeiten, letzte Ausrichtungsarbeiten, einmal gucken, ob alles passt. Da ist mir übrigens auch aufgefallen, dass der Boden sehr, sehr schief war. Das muss noch ein bisschen unterlegt werden. Aber so sieht die Theke jetzt aus. Ich schaue mal so gerade selbst an und ich bin immer noch ganz, ganz happy. Vor allem wisst ihr, was so geil ist? Ich fahre jeden Tag an diesem Teil vorbei und ich gucke jeden Tag auf diese Theke und frage mich, ist schon eine Leiste abgefallen oder noch nicht? Spaß beiseite. Leute, das war's. Ciao, ciao.